Ciao, bist du zu uns gekommen? Ja, danke. Ich müsste dich dann vielleicht auch noch in der Bar suchen. Ist aber nicht so, da bin ich also sehr dankbar. Ich habe wirklich für dich hier so ein bisschen eine Insel gemacht, weil wenn ich jetzt eigentlich den Wirtschaftsverband hier müsste ein bisschen ausstellen müsste, wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Da hätte ich vielleicht nicht so ein fröhliches Ambiente hergebracht, wo ich denke, ich würde jetzt einfach da das Kuoni ein bisschen abbilden. Wie fühlst du dich da, wenn du da herkommst und wenn ich vor allem das Wort Kuoni sage? Wo soll ich anfangen? Zuerst entdecke ich, wenn du die Wirtschaft da jetzt abgebildet hättest, du könntest so super schöne Produkte ausstellen da. Es wäre unglaublich lebendig. Und ich bin, glaube, das ist eine Reise ein bisschen von den Problemen, die wir haben, dass man die Wirtschaft ein bisschen wenig greifbar macht. Also die Wirtschaft hat so ihre Interessen, aber eigentlich besteht sie aus Produkten, Dienstleistungen, Menschen, 70% arbeiten in der Privatwirtschaft. Wir können nur schöne, lustige Sachen, spannende Sachen, interessante Sachen über die Wirtschaft erzählen. Wir könnten unglaublich spannende Produkte ausstellen. Darum, in dem Punkt müsst ihr fast ein bisschen widersprechen, da könntest du eine beliebige Art und Weise von Dekoration machen. Das nächste Mal. Zu Kuoni, auf der einen Seite Ferien, auf der anderen Seite schwierige Phasen erlebt mit Kuoni auch. Und zwar, weil Kuoni durch stellvertretend ist für quasi das Reiseveranstaltergeschäft. Das Reiseveranstaltergeschäft ist sehr stark von der Digitalisierung getroffen. Es gibt zwei Sektoren, die sehr früh, sehr stark, sehr nachhaltig von der Digitalisierung betroffen waren. Das ist auf der einen Seite sind die Medien, sind immer noch drin, in einer Transformation. Und zum anderen der Reisesektor, weil praktisch jeder kann selber seine Reise buchen. Darum ist es auch mit einer schwierigen Zeit verbunden. Merci für die Ausführung. Ich habe eine Frage. Du bist CEO, du bist Präsident, du bist Leiter in verschiedenen Unternehmungen. Bist du ein Alkoholik? Das ist jetzt schwierig, wenn du jetzt meine Frau würdest sagen, sie würde so sagen, ja, selbstverständlich. Ich finde nicht, wobei, gut, versuchen wir es, mache ich es nicht finden. Also ich arbeite leidenschaftlich gerne. Also insofern gefördert. Wir haben aber mit der Familie solche Regeln aufgestellt und die Regel heisst unter anderem, an drei Abenden unter einer Woche bin ich am Arbeiten. Dann komme ich halt vielleicht irgendwie 12 Uhr heim oder weiss ich was. Aber zwei Abenden unter einer Woche bin ich fest heim. Und das war schon immer so, als die Kinder klein waren. Und so einfach darum, ich will Vater sein, ich will Kinder leben, ich will alle Aufgaben kennen, ich will alle Prüfungen kennen, die sie haben und bin für Kinder da. Das hat dann einfach bedeutet, dass ich dann vielleicht am Abend um 11 Uhr halt wieder angesessen bin, halt wieder zwei Stunden gearbeitet habe. Aber das war eher ein kleines Problem. Und am Wochenende haben wir es eigentlich auch immer so gehalten, dass ich an der Wochenende, der Tag durch, wenn es immer gegangen ist, und es war mehrheitlich der Fall, fast immer der Fall, bin ich für die Familie da gewesen. Am Sonntagabend war eine Regel, ob es gut ist oder schlecht, ab der Nacht, nach dem Nachtessen, habe ich angefangen zu arbeiten, 4, 5, 6 Stunden. Und mir hat es geholfen, oder uns hat es vielleicht geholfen als Familie. Es hat ein bisschen so wie ein Gerüst und Lebenskonzept, Arbeiten, Familie, Freizeiten gehabt. Und es ist bis heute noch so. Ich habe zwei Übungen unter der Woche steht Familie. Oder der Donnerstag ist eigentlich immer mit meiner Frau Kultur, Kino, ins Kleintheater oder irgendetwas machen. Uns hat es geholfen. Also insofern, ich bin gefördert für Alkoholik, aber nicht ganz einer. Wunderbar. Aber du hast ja wahnsinnig viel Verantwortung. Das ist ja ein Stress, den du gleich hast. Also du hast ja wahnsinnigen Ballast auf deiner Schulter. Also ich würde sagen, aber beim Bergsteigen, wenn du einen schweren Rucksack hast, dann hast du ja du auch. Wie gehst du mit dem um? Also vielleicht hat es auch damit zu tun, und Menschen sind da unterschiedlich. Ich verantworte immer etwas, was ich gesucht habe und mache vielleicht so einen Bogen zurück. Du hast ja das in der Einleitung gesagt, ich habe Handball gespielt. Wahnsinnig gerne Handball gespielt. Ich finde das ein sensationeller Sport und würde das heute noch gerne machen, aber es ist ein bisschen gefährlich, wenn ich in dem Alter immer noch Handball spiele. Und ich habe dort schon spannend gefunden, man hat zusammen mit einem Team, mit etwa 12 Leuten zusammen, hat man versucht, hier bei uns Schweizer Meister zu werden, oder mal ist es gelungen, sogar in die Champions League Finale zu kommen, oder eben an die Olympiade, sich auf so ein Ziel einzuschwören. Als Mannschaft und wohlwissend, es müssen alle funktionieren und gut und optimal funktionieren. Das habe ich unglaublich spannend gefunden. Ich habe immer das Kettenbändchen gehabt, also irgendwann habe ich mich immer besonders verantwortungsvoll
besonders verantwortlich gefunden im Ganzen rein. Das ist mir auch gelegen und ich habe es immer spannend gefunden, wenn das Resultat am Schluss 25-25 ist und dann gibt es noch 10 Sekunden zu spielen. Wer übernimmt jetzt die Verantwortung für den Schuss? Wenn er nicht liegt, ist man der Depp im Umzug. Und wenn ihnen das ist, gut, dann hat die ganze Mannschaft und kann sich nachher freuen. Freuen tut man sich nicht allein, sondern freuen tut man sich zusammen. Und insofern habe ich zumindest, wenn ich jetzt zurückschaue, das Gefühl, das hat da sehr viele Parallelen zum unternehmerischen, zu der unternehmerischen Tätigkeit. Also hat es dort eigentlich auch etwas genützt? Ja, ich glaube schon etwas genützt, aber ich habe eher das Gefühl, das war ein die rote Linie, die es gab. Ich habe im Sport und mit Leuten zusammen etwas erreichen wollen. Und das hat sich dann irgendwo wie einfach fortgesetzt im beruflichen Umfeld. Ich glaube, es war irgendwo fast eine logische Entwicklung. Ich weiß nicht, wie viel das ich bewusst gemacht habe und unbewusst. Sind sportliche Menschen kreativer? Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass man kreativ sein muss. Ich kann wieder als Beispiel nehmen, einfach in entscheidenden Phasen oder ich weiß, ich mag mich noch mal erinnern, wenn ich vielleicht Sampo in der Stadt platzieren als Beispiel. Wir hatten eine Meisterschaft gehabt, nachdem wir Schweizer Meister geworden sind, da sind wir nach der Qualifikationsrunde 10 Punkte hinter Amicizia Zürich gewesen. Katastrophe. Eigentlich unmöglich gewesen, um noch zu gewinnen. Wirklich absolut. Das ist fast, ich meine, die haben alles gewonnen gehabt, die ganze Qualifikationsrunde, inklusive ein Spiel gegen uns. Und am Schluss von der Meisterschaft waren wir punktgleich und haben das Finalspiel ausgetragen in Olten. Ich mag mich erinnern, wie es gestern war, weil wir gewonnen haben, vermutlich auch. Und haben dann noch gewonnen. Und ich glaube schon, dass auch im Sport wahnsinnig viel Kreatives braucht, um in entscheidenden Phasen, vor allem wenn man jetzt in Leistungssport tritt, einfach unmögliche Versuche möglich machen, mit taktischen Wechseln, mit speziellen Überlegungen, auch mit taktischen Überlegungen. Und insofern glaube ich schon, auch beim Sport braucht es Kreativität. Und du hast ja das von dieser Berg-Webseite erzählt. Also meine Leidenschaft ist natürlich Sportklettern, Klettern und Skitouren machen. Und es ist ja so, auch wenn man am Berg ist, es braucht unglaublich viel Kreativität. Weil es kann sein, dass eine Route eigentlich die offensichtliche Route ist, wo man will klettern, aber sie ist vielleicht feucht. Und das heisst natürlich, wenn man dann in einer 5-6 geht klettern, feucht, muss man eine andere Route suchen, weil es einfach zu risikobehaftet ist. Ich glaube, beim Sport und in vielen Lebenslagen ist Kreativität immer noch eine ganz wichtige Eigenschaft. Also das heisst, dann muss ich dich gar nicht fragen, ob du kreativ bist, oder du hast das jetzt einfach gerade beantwortet. Gut, wenn meine Frau jetzt in die Bühne fragt, sagt sie, ist nicht so wahnsinnig kreativ, bin ich für deine Masse. Also dann sag mir mal, was ist für dich die Definition kreativ in dem Moment? Du darfst ja immer jeder etwas anderes darunter, oder? Ja, Kreativität, wenn ich so eine wissenschaftliche Definition nehme, weiss ich noch sehr gut. An der Hochschule St. Gallen, erstes Semester, Professor Pümpin, der Marketingpapst damals, der hat gesagt, Kreativität ist aus den Bahnen denken. Ich weiss nicht, ob es Ihnen auch so geht. Was 20 Jahre zurück ist, da mag man sich alles daran erinnern, den Satz vergiss ich nie. Aus den Bahnen denken. Also nicht konventionell, nach originellen, unkonventionelle Lösungen zu suchen, auch eine Problemlösung auf ganz andere Art und Weise angehen, als man es eigentlich immer macht. Ich glaube, es ist auch eben kreativ, originelle Lösungen, Produkte, Dienstleistungen, Innovationen, damit sind wir eigentlich tief in der Wirtschaft. Ich glaube, die Schweizer Wirtschaft würde nicht dastehen, wenn sie nicht so kreativ wäre, sprich so innovativ wäre. Die Schweiz gilt als Innovationsweltmeister. Wir haben 500'000 Unternehmungen in der Schweiz. Wir sind ein Hochpreisland, ein Hochkostenland und trotzdem sind wir so erfolgreich. Es gibt fast nur einen Grund. Innovation, dass es möglich ist, hat mit unserer Ausbildung und Bildung zu tun, die wir haben. Die Leute, die gerne arbeiten, gut arbeiten, motiviert arbeiten, das alles führt zu Innovation und Kreativität. Also das heisst, hat eigentlich den Einstieg ein bisschen falsch gemacht. Ich habe gesagt, sehr viele Leute haben Angst vor dem Wort Kreativität. Ich merke das so, wenn ich Unternehmen berate, haben auch immer, wir dürfen nichts Neues denken, es ist gar nicht gefragt. Ist das in diesem Moment gar nicht so? Wenn ich jetzt die Antwort geben müsste, ist die Schweiz innovativ, würde ich sagen, das ist jetzt meine Meinung, wir haben sehr viele innovative Firmen, die eben nicht so innovativ sind, aufziehen, also die Waagschale. Das stimmt, das nicht ganz. Ich glaube, das ist ein spannender Punkt.
Frage ist schon, wie man das interpretiert, das Kreative und das Innovative. Und es ist auch in der Wirtschaft so. Vielfach hat man das Gefühl, innovativ, das ist der Bill Gates. Der hat irgendetwas herausgefunden, oder der Steve Jobs. Und ein Mensch hat etwas herausgefunden, das ist innovativ. Das ist totaler Unsinn. Das ist 0,0001% der Fall. Kreativität entsteht in den allermeisten Fällen durch zusammen über etwas diskutieren, irgendwo etwas versuchen herauszudürfen. Ich bin vor 2 Wochen im Glanerland hineingesehen. Der Inhaber von Lederach hat mich eingeladen. Erstens, ich kenne es. Zweitens, sie wissen, dass ich süchtig bin, was Süßigkeiten angeht. Ja, genau. Das ist so schrecklich gut. Ich kann kaum an Lederach vorbeilaufen. Spannend war, die haben ein neues Produkt rausgebracht. Und zwar in so einer Plastikdöschen, so Schokostängeli. Rosarote, hellbraune, dunkle Schokostängeli. Wie so quasi die Vegetable-Tipps, die man sonst ein braucht. Aber in Schokiform. Wie ist das Produkt entstanden? Hat er gesagt, so lustig gewesen. Sie haben immer Reste von dieser Bruchschocke auf den Tisch gehabt, wo sie geschafft haben und miteinander diskutiert und Sitzungen. Irgendwann hat einer gesagt, wer hat so ein langes Bruchstück genommen. Das macht mich so an zu messen, das könnte man doch eigentlich als Produkt machen. Das Produkt ist so entstanden. Die Firma Lederach ist nach meinem Gefühl unglaublich innovativ. Haben die einen Menschen, der im Büro sitzt, ich bin der Mensch, der innovativ ist und ich bringe euch überhaupt nicht. Das entsteht durch ein Klima, das Kreativität zulässt, wo Überlegungen zulässt, verrückte Ideen im Prinzip zulässt. Und das zeichnet die Schweiz in einem ganz grossen Mass auf. Darum ist es nicht nur Silicon Valley, ich bin stolz auf die Schweiz. Lederach-Schocke, wie hast du das abtrainiert? ich mache natürlich immer noch wahnsinnig gerne Sport. Das ist, 100 Liegestütze pro Tag und mehr. Kommt ja, gut. Nein, also ich versuche etwa 2-mal in der Woche zu joggen. Joggen ist noch etwas gut, das kann ich auch mit meiner Frau machen. Das ist etwas, was wir zusammen machen können. Ich habe seit der Zeit, als ich aufgehört habe mit Handball, einfach gesagt, ich muss irgendetwas jeden Tag machen. Weil ich für mein persönliches Wohlbefinden, so eine körperliche Spannkraft, tut mir gut. Und dann habe ich so ein bisschen zuerst mit Liegestützen und mit Rumpfbügeln und so Zeug angefangen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, könnte ich einfach eine Zahl festlegen. Also zum Beispiel 100 Liegestütze und 100 Rumpfbügel. Und jetzt ist es so, jetzt mache ich das wie 10 Butzen. Nein, 10 Butzen tun wir noch länger. Aber das 100 Liegestütze und 100, das mache ich jetzt etwa 30. Jetzt hat es sich noch entwickelt, weil meine Jungs geben mir immer wie nach Geschenke. Also zum Beispiel, jetzt mache ich nicht mehr Trumpfbügel, sondern ich habe so einen Roller. Weißt du, ob sie den kennen? Die ist auf den Knien, dann geht mit der Rolle so viel, es zieht einem alles raus da und so, aber tut extrem gut. Jetzt mache ich einfach 100 von diesen Roller-Dings da. Wir haben so eine Vorrichtung am Türpfosten, dann mache ich meine Klimmzüge und 100 Liegestütze. Ich tue jetzt nicht mehr auf den Händen am Boden, sondern jetzt gibt es so Teller. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Kann man so leicht drehen, das ist ein bisschen schonender da, dass es nicht irgendwo Entzündung gibt. Bei deinen Sportaktivitäten, kommen dir dort Ideen in Sinn oder Themen, die du als Präsident musst lösen musst, wo ein Geistesblitz kommt? Oder wie passiert es bei dir? Es gibt mindestens 2 Sachen, aber es ist vielleicht auch ein bisschen entstanden und für mich stimmt das extrem. Man sagt es auch medizinisch. Bewegung und frische Luft hilft extrem. Und ich habe auch das Gefühl, ich stelle es auch fest, wenn ich vor allem joggen gehe, länger joggen, dann komme ich zurück und nehme das Büchlein oder Kompi oder ich schreibe das Zeug gerade auf. Mir kommen so viele spannende Sachen in den Sinn. Oder ich studiere etwas bewusst oder unbewusst um, komme zurück. Geschenke, warum habe ich das nicht schon lange, warum ist mir das nicht vorher schon in den Sinn gekommen? Und beim Bergsteigen oder beim Klettern ist es noch extremer. Ich habe auch das Gefühl, ich komme dort wie in eine meditative Phase rein. Manchmal habe ich das Gefühl, was habe ich jetzt die letzten 3 Stunden studiert? Gar nicht. Das ist dann, was meine Frau sagt, ja, das machst du sonst viel älter, das gar nicht studiert. Aber es ist wie reinigend, wie wenn ich Platz hätte für 1000 andere Sachen. Also hat für mich einen meditativen Charakter und darum Sport, frische Luft, Bewegung hilft mir schon in diesen Sachen, wenn es um Problemlösung und Ideen kommt.
Da können wir hunderte von Sachen sehen. Also ihr habt jetzt gehört, wenn ihr mal nicht so innovativ seid oder nicht out of the box könnt denken, dann geht joggen, den Berg steigen, dann schwimmen oder was auch immer. Übrigens hat sie an diesen Palmen eine Handynummer. 079 285 1216. Das ist nicht am Handy seine und nicht meine Nummer. Aber das wäre das Handy, oder ihr dürft per SMS Fragen stellen und ich dann ihn dann würde fragen. Ja, bist du gerne in der Öffentlichkeit? Ich habe früher Sport getrieben und ambitioniert Sport getrieben. Und dann, ist natürlich, dann haben wir Ziel und das Ganze ist irgendwo durch verpackt in gewissen Ehrgeiz. Und insofern ist das ein Teil davon. Ich glaube, es wäre völlig falsch zu sagen, wenn das nicht wette. So, ich glaube, wenn man etwas gern und irgendwo einigermaßen gut macht und das gehört halt einfach dazu, dann ist es ein Teil von. Das hat mich schon immer begleitet. Ich bin immer irgendwo in der Öffentlichkeit gestanden. Und ich bin zwar froh, dass ich auch einen anderen Teil habe vom Leben, was das Privatleben anbetreffen tut, aber es war immer etwas, was mich begleitet hat. Auch bei allen beruflichen Aufgaben auch. Und darum kann ich auch sehr gut damit umgehen. Wenn ich es nicht gerne machen würde, dann wäre das nicht gut. Also du bist ja sehr flexibel. Von dem her. Ja, es ist. Also ich bin mir sehr bewusst, dass das zur Aufgabe gehört. Und ich kenne einige Leute auch, wir haben auch vorher geredet über jemanden, und das ist so, wenn das jemand nicht gerne macht und er hat einen Job, der eigentlich viel mit Öffentlichkeitsarbeit zusteht, das muss so wahnsinnig anstrengend sein. Wenn quasi jedes Wort muss ich überlegen, wie formuliere ich das überhaupt, dass es gut tönt und nicht einfach reden, wie in den Schnabel gemacht. Das ist wahnsinnig schwierig und anstrengend und ich glaube, es kann jemand den Job nicht gut machen. Und insofern, es war ein Teil immer von Aufgaben, die ich gemacht habe. Manche extremer, manche weniger. Man wird ja da medial, wie soll ich das richtig, medial begleitet, um nicht zu sagen, bashing. Das ist halt einfach ein Teil davon. Mit dem muss man umgehen können. Ich habe das Gefühl, man darf es nicht an sich abprallen lassen. Das ist falsch. Weil die Kritik hat ja Berechtigung auch. Und das muss man schon mit dem verarbeiten. Aber man darf halt einfach nicht alles persönlich nehmen. Ja, das ist richtig. Du hast so den Ideenreichtum, den man ja so im Kopf hat. Hast du das Gefühl, du hast vorhin von Trainieren geredet und so, kann man sich das antrainieren? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Es gibt, für viele Sachen gibt es ja auch Techniken. Mhm. Die kann man auch lernen. Manchmal sind sie intellektuelle, manchmal sind sie ganz einfach. Was hast du für Techniken, neben dem Sport? Jetzt musst du gerade wirklich eine Lösung haben. Du hast ein Thema, Economy Suisse, Präsident, was machst du denn? Ich merke, dass ich mich relativ wohl fühle, wenn ich ein Problem, ein Thema, wie gar nicht an, dass ich das mir zuerst mit selber auseinandersetze. Erstens. Zweitens, ich bringe das gerne auf irgendeine Art zu Papier. Einfach mal ein bisschen das Thema ein bisschen strukturieren, irgendwo durch. Und dann habe ich Menschen, die ich extrem schätze, und das will ich mit denen diskutieren. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil die bringen andere Überlegungen ein, die hinterfragen etwas und finden schon völlig sein, was du jetzt da gedacht hast und so. Und dann entstehen Sachen, wo ich in den meisten Fällen irgendwo zu Lösungen komme. Es ist eine gewisse Zuversicht. Es kommt ja logischerweise nicht alles gut, es gibt Fehler, weiss ich was alles zusammen. Aber es gibt eine gewisse Zuversicht, dass die Art von Suchen nach Lösungen, nach Kreativität einem selber hilft. Ich bin jetzt nicht der, der jetzt einfach hingeht, können wir mal über etwas diskutieren. Vielleicht geht das bei Leuten gut und besser. Bei mir, ich habe das Gefühl, ich muss mich mit dem Thema zuerst mal selber auseinandersetzen, ein bisschen büscheln, ein bisschen ordnen, von welchen Themen, was hat es alles damit dran zu tun. Und dann fange ich an, mit Leuten diskutieren. Du hast vorhin gesagt, Fehler. Heisst das eigentlich auch, dass man wirklich kann, out of the box denken kann, dass man Flexibilität hat im Kopf? Heisst das so, Fehler können zulassen? Wie geht es bei dir? Machst du Fehler? Stehst du zu deinen Fehlern? Fehler? Nein. Lass du deine Leute das Fehler das machen? Ja. Nein, ich glaube, das ist sogar sehr wichtig. Es ist auch wichtig, dass man Leute um sich herum hat, die einem das spiegeln. Auf eine gute Art können. Sie sind ja alle ein bisschen empfindlich und sagen, Moment mal, Fehler, ja, schon, aber ich glaube, das ist extrem wichtig. Noch wichtiger ist, irgendwo daraus etwas zu lernen. Also hat es mit eigenen Mustern zu tun, wo man immer in der Richtung geht, da bin ich gar nicht gefeit davon. Hat es mit Sachen, die man einfach nicht beachtet hat, ausblendet hat.
ob jetzt im Privaten oder im Unternehmerischen, wo das ist. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Also, ich habe das Gefühl, also, wenn man nicht Fehler macht, man tut sich gar nicht weiterentwickeln. Also ich habe das Gefühl, auch wenn das vielleicht ein abgedroschener Satz ist, aber ich habe das Gefühl, ich habe vor allem aus den Fehlern gelernt und nicht daraus, dass ich keine Fehler mache. Und das sieht man bei Kleinen, bei unseren Jungs sehe ich auch, machen wir Fehler auch. Ich kann ja nicht nachher sagen, ich hätte das schon immer gesagt, dass es so ist. Ich glaube, das gehört dazu. Man muss die Erfahrungen selber machen, die Fehler auch selber machen. Das gehört schon dazu. Aber jetzt rein als Präsident, wenn du da wirklich Fehler machst, an Gogo, dann bist du ja plötzlich nicht Präsident von Economy Suisse. Wie gehst du mit dem um? Also, ja, hast du nicht auch Angst? Aber ich sage ja immer, der grösste Kreativitätskiller ist ja eigentlich Angst zu haben. Hast du nicht manchmal Angst? Oh, jetzt könnte ich etwas falsch machen. Oh, jetzt bin ich mal wieder auf unserem Boulevardplättchen auf der Tito-Seite. Also ich bin ja nicht masochistisch veranlagt, insofern suche ich das nicht, dass ich morgen wieder auf der Titelseite bin und wieder beige wird, weiss ich ja was alles zusammen. Also insofern, ein bisschen geht es mir schon durch den Kopf durch. Aber ich glaube, Angst ist eben nicht ein wahnsinnig guter Begleiter diesbezüglich, er hat schon Kreativität. Ich glaube einfach, der notwendige Respekt, für mich die notwendige Sorgfalt und Gründlichkeit. Es ist vielleicht ein anderes Beispiel, wenn ein Unternehmer eine Strategie macht, dann finde ich immer, die Analyse muss sorgfältig gemacht sein. Weil wenn die Strategie auf nicht einer sorgfältigen Analyse ist, ist schon die Strategie nicht wert. Das ist es. Und mir hilft eine gewisse Sorgfältigkeit, eine gewisse Gründlichkeit, auch mit Distanz an Themen an, weil ich das Gefühl habe, wenn es schwierig und hektisch wird, werde ich für mich eher ruhiger. Mir hilft das, dass man immer noch kann, trotzdem, dass ich 15 Sekunden, jetzt muss eine ganz präzise Antwort sein, dass ich noch die 14 Sekunden kann überlegen kann für eine Antwort. Mir hilft das eine. Angst eigentlich nicht. Ja, natürlich geht das manchmal im Hinterkopf. Wenn vor 3 Monaten oder 2 Monaten hat der Gietze dann gesagt, ein Parlamentarier, ein Nationalrat, ich müsse weg da. Ja, dann finde ich, okay, ich würde das gerne verstehen, was jetzt seine Gründe sind da davon, was sind die Argumente, warum er das hat. Dann suche ich auch den Kontakt, versuche so eine Diskussion zu führen, die ich in der Zwischenzeit auch gemacht habe. Also ich nehme so Sachen ernst, aber Angst, wenn man mich nicht mehr will und das Gefühl hat, jemand anderes könnte das besser machen, das ist völlig legitim, absolut. Und dann geht das Leben morgen wieder weiter und dann mache ich etwas anderes. Oder an den Sachen, wo ich heute dran bin, wo ich viele spannende Sachen auch habe, mache ich dort halt ein bisschen mehr Engagement. Haben wir noch eine Frage bekommen? Mikrofon, Technikerfall? Jetzt ist gut. Welche Strategie empfiehlt sich in einer Unternehmung? Welche Stufe CEO ausgesprochen verschlossen gegenüber Veränderungen oder Innovation ist? Puh, spannend. Ja, ich glaube, das ist nicht einmal so selten der Fall. Das ist in der Tat so. Ich nehme ein Beispiel aus dem Privatnetz, ich sage es auch nehmen und überhaupt nichts, wo mir auch am Wochenende mit jemandem telefoniert, aus einem so erweiterten familiären Umkreis, und hat eine ähnliche Situation geschildert. Und dort ist es aber so, dass noch jemand dazwischen ist. Also man kommt dann an den CEO hin und es geht um offensichtliche Sachen, um es zu verändern. Alle sehen das. Die HR-Verantwortliche der Firma sieht das oder will das auch nicht sehen. Also mit anderen Verantwortung ist ein grosses Problem. Ich habe kein Rezept dafür. Was ich dort gesagt habe, ich würde alles nur erdenklich einmal zuerst mit der vorgesetzten Person machen, um auf eine Art und Weise über Veränderungsbedarf zu reden, die für diese Person möglicherweise akzeptierbar ist. Das hat ja einen Grund, dass jemand nicht bereit ist, über so etwas zu reden. Also wie komme ich an die Person an, dass vielleicht die Idee von Veränderung sogar von ihr auskommt? Der Hauptpunkt ist, aber so funktioniere ich. Wenn es nach irgendeinem Zeitpunkt nicht geht und die Veränderung nicht stattfindet, wo ich denke, ist wichtig und alle sehen das, dann muss ich gehen. Das ist so. Ich kann nicht 5 Jahre in einem Umfeld arbeiten, wo ich mich muss verbeugen, etwas machen, wo mir völlig widerspricht. Aber ich müsste mir einen Vorwurf machen, wenn ich alles nur erdenkliche unternehmen würde, in Gespräch, aber mit der betroffenen Person, nicht hinten, finde ich, das ist für mich ein No-Go, wirklich mit der Person auseinanderzusetzen. Das ist anstrengend. Weil das ist ja zu allem, was man sonst noch darf und sollte und muss machen, ist eine Auseinandersetzung mit jemandem so, dass die Bereitschaft da ist,
wahnsinnig an. Ich würde den Weg gehen, ich ermuntere Leute zu diesem Weg gehen. Es kann aber sein, dass ich einen persönlichen Entscheid treffe, tue ich mich jetzt auf dem anpassen. Ich will es immer nicht empfehlen. Es ist aber einfach, wenn es um einen Job geht, letztendlich, und um vielleicht Familie und Lohn und alles zusammen. Das ist einfach gesagt. Ich glaube, man müsste alles nur denklich versuchen, auf verschiedenste Art und Weise die Blockade zu lösen, die Veränderung zu machen. Wenn es aber so extrem ist, dass es einem gegen den Strich geht, muss ich sagen, muss ich mich verändern. Economie Suisse, helfen die zum Beispiel Unternehmungen genau bei solchen Themen? Weil das, die Frage, die ich berate auch, ich mache Coaching mit CEOs und das höre ich täglich. Also ich behaupte jetzt mal, von 10 Unternehmungen haben sie eben das Thema. Tut ihr dort unterstützen? Ist das ein Teil, der würde auch ein bisschen dazugehören oder nicht? Nein. Wieso nicht? Ganz einfach, weil es ist schon wichtig, jetzt der Auftrag von dieser Organisation, die Mission von dieser Organisation ist, dass wir dafür sorgen, dass die Unternehmungen die bestmöglichen Rahmenbedingungen haben, um unternehmerisch tätig zu sein. Das ist die Auftragsmission. Jetzt könnte man sagen, ihr müsst noch Ausbildung anbieten, ihr müsst so Coaching anbieten und so weiter. Ich glaube, wir würden den Fokus und das Profil vom Auftrag verbessern, nicht erfüllen. Ist es nicht wichtig? Mal, es ist sogar sehr wichtig. Das machen die Branchenverbände. Also zum Beispiel, wenn es Industrieunternehmungen da hat, die im Swissmem sind, die haben solche Angebote, die haben auch Coach-Täter. Ich mache es persönlich, privat, durch meine Kontakte, weil ich sicherlich viele Leute, und wenn jemand interessiert, dann mache ich das. Aber es ist nicht ein Auftrag von Economie Suisse. Economie Suisse muss Einfluss nehmen auf die politischen Rahmenbedingungen. Das ist erstens beim Bundesrat. Idealerweise bevor der Bundesrat sich damit auseinandersetzt, eigentlich in der Verwaltung. Zweitens oder drittens beim Parlament, du hast gesagt, oder bei den Kommissionen im Parlament und dann, wenn es zur Abstimmung kommt. Und drittens oder beziehungsweise viertens, last but not least, bei der Bevölkerung. Wir haben das, ich finde immer wieder in der Schweiz, vor allem wenn man international unterwegs ist, ein einmaliges Privileg. Wir können abstimmen gehen. Wir können mithelfen, mitmachen, mitbeeinflussen an Entscheiden, die wichtig sind für die Gesellschaft und für das wirtschaftliche Gedeihen. Das ist ein einzigartiges Privileg auf der ganzen Welt, finde ich. Und darum, zurück zu dem Punkt, unser Fokus ist wirklich, die politischen Entscheidprozesse beeinflussen. Wir sind eine Interessensgruppierung. Wir versuchen, die Wirtschaftsinteressen bestmöglich wahrzunehmen, selbstverständlich unter Berücksichtigung von anderen Anliegen auch. Das ist unser Auftrag und darum ist der Fokus auch dort. Wir reden ja von Change, von Wechsel, neue Herausforderungen. Economie Suisse ist glaube ich 2000 gegründet worden, wenn man nicht alles täuscht. Und das, was du jetzt erzählt hast, hat man dann mal festgelegt. Vielleicht wäre auch dort vielleicht halt eine Erweiterung, ein Change, ein Wechsel nötig. Weil eben, die Frage ist jetzt gestellt worden, gehören die immer wieder. Das Bedürfnis ist da und wenn natürlich eine Generationenwechsel, oder? Ich meine, früher ist vielleicht ein CEO mit 65 gegangen, heute ist er mit 55 in der digitalisierten Welt überfordert, die Jungen kommen nachher. Also wir haben dort eigentlich ein Riesenthema, also wäre das nicht etwas, das ist jetzt auch von mir, wo Economie Suisse vielleicht gleich mal anschauen müsste, oder Economie Suisse Plus oder ja. Gründe, oder? Ja, bis sie 17 Jahre, oder? Das ist ein ganz fairer Punkt. Ich kann noch ein anderes Beispiel nehmen, das in die gleiche Richtung geht. Die Gesellschaft, glaube ich, hat sich extrem stark verändert in den letzten 10, 20 Jahren. Gut, das wissen wir sich nicht drin, sind alle jung da, sie können sich nicht erinnern von 20 Jahren. Aber wenn man schaut, die politischen Prozesse sind einfacher gewesen. Sie sind vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad schneller gewesen. Es sind weniger Entscheidungsträger, die Einfluss genommen haben auf den Bundesrat. Heute sind das tausende von Organisationen, um ein bisschen extrem formuliert, die auf die politischen Prozesse Einfluss nehmen. Mit anderen Worten, das ist viel schwieriger geworden, den Einfluss effektiv und effizient wahrzunehmen. Und wenn wir schauen, eine Abstimmung, wenn sich die Bevölkerung 3-6 Monate, manchmal 2 oder 3 Jahre mit einem Thema vorgängig auseinandersetzt, im Umfeld von sozialen Medien,
Das ist eine ganz andere Beeinflussung von der Bevölkerung und für Dialogfähigkeit auseinandersetzen, was übrigens sehr viele Vorteile hat. Also man tut viel intensiver und sich engagierter auseinandersetzen, aber es ist für eine Organisation entsprechend auch viel schwieriger als früher. Wenn man eine von 10 war, ist das viel einfacher gewesen als eine von 1000. Und wir haben darum auch gesagt, das war einer von diesen Changes von 3 Jahren, wo wir gesagt haben, wir glauben, es greift einfach zu kurz, wenn wir quasi als Verband nur uns dann vermutbaren lassen in der Bevölkerung, wenn es um eine Abstimmung geht. Also wenn wir einfach von Abstimmung zu Abstimmung gumpen. Wir glauben, es greift einfach zu kurz, wenn es nicht mehr so funktioniert wie früher. Es gibt immer Leute, die mir sagen, früher, da hat der Herr Brehmi und der Herr Spelti, die sind noch im Nationalrat gewesen, die sind zusammengesessen. Dann haben sie gesagt, Bundesrat, kommen wir mal auf Zürich. Das ist der gesamte 7 Bundesrat, sind dann auf Zürich gefahren. Und dann haben die beiden gesagt, was der Bundesrat zu machen hat. Die sind dann wieder auf Bern zurückgefahren und haben gemacht, dass die, ob es wirklich so war, weiss ich nicht. Aber es wird immer wieder so kolportiert. Ich glaube einfach, heute funktioniert das nicht so, wenn nicht. Wenn früher vielleicht 10 oder 20 Leute sich exponiert haben für wirtschaftliche Anliegen und versucht haben zu erklären, zu erläutern und zu diskutieren, warum etwas allenfalls notwendig ist oder warum nicht, dann geht das heute nicht mehr so. Dann glaube ich, für Wirtschaftsanliegen wahrnehmen, da müssen 1000 oder 10.000 oder 100.000 Leute sich engagieren. Wenn nur 20.000 Leute ab heute einen Tag pro Jahr sich mehr würden engagieren und erzählen, wie wichtig das ist, dass sie neue Produkte entwickeln, Investitionen tätigen am Standort und das im Mitarbeiterumfeld. Es geht nicht darum, Mitarbeiter für eine Abstimmung zu beeinflussen. Mit Mitarbeitern darüber reden, was wichtig ist für die Unternehmung und den Arbeitsplatz. Der Entscheid für Abstimmung ist völlig allen selber überlassen. Wenn sich alle oder viel mehr Leute einen Tag im Jahr sich noch stärker über solche wirtschaftspolitische Anliegen im Rahmen dessen, was sie wollen, was sie unternehmerisch tätig sind, hat man extrem viel Hebelwirkung. Ich glaube, das ist zwingend notwendig. Also die Motivation und die Mobilisierung auch von vielen Leuten, und sind ja praktisch alle in der Wirtschaft tätig. Ab heute, wir alle zusammen hier einen Tag mehr für solche Anliegen. Wäre wahnsinnig viel. Aber wie würdet ihr das fördern, dass dann alles stattfindet? Wir machen das auf verschiedene Art und Weise. Wir haben so ein Projekt lanciert, das heisst Wirtschaft und Gesellschaft. Das war der Start im Ganzen. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, wir laden regelmässig ein Bier mit der Wirtschaft am Bahnhof, an der BA, an der Luga, an der MUBA. Wir gehen verstärkt in die Schulen. Wir glauben, das ist, ich darf das sagen, eine Frau, die Lehrer ist, Wirtschaft findet eher ein stiefmütterlich statt in den Schulen. Man könnte so lustvoll über die Wirtschaft diskutieren, welche Bedeutung, welche Sorgen, welche Nöte damit verbunden sind. Und darum glaube ich, man müsste das als einen integrierten Bestandteil, und zwar von der Primarschule und über höhere Schulen. Aber Bildung ist ja auch bei euch, das ist ja auch ein Thema. Genau. Und darum, zurück zu deiner Frage, in dem Thema Wirtschaft und Gesellschaft, wir sind zum Beispiel gewandert im letzten Sommer, haben wir 5 andere, einen Bielersee gewesen, anderen Zuberberg sind wir gegangen. Da kommen ja nicht 100.000 Leute mit, leider. Nein, das geht einfach nicht. Aber wenn nur schon an solche Galas 100 Leute kommen, 200 Leute kommen, erstens, Medien berichten ja wieder darüber, aha, alle Margen sind die bereit, euch zu diskutieren, vor allem mal zu hören. Und das Zweite, auch in den Nachnahmereffekt und Mobilisierung damit zu bewerkstelligen. Es ist eigentlich ein falscher Begriff, wenn ich Projekt sage, weil eigentlich hat es keinen Schluss. Es ist etwas, was man permanent macht. Mhm. Wir sind wieder in Veränderungen. Du hast noch Fragen, gell? Ja, eine noch. Worin sehen Sie die Hauptunterschiede zwischen den Stoßrichtungen oder Hauptthemen von Economy Suisse und Avenir Suisse? Avenir, Economy Suisse ist gegründet worden, du hast gesagt, Anfangs 2000. Es war eher eine Zusammenlegung von 2 Verbänden, damals, nämlich die Wirtschaftsförderung und der Vorort. Gegeben hat es schon seit nicht ein paar tausend Jahren, aber schon sehr, sehr lange. Eigentlich sind es die Wirtschaft, gibt so Interessensvereinigungen. Schon sehr lange. Avenir Suisse ist, ich weiß nicht mehr genau, wann Avenir Suisse gegründet wurde, ich würde jetzt schätzen, irgendwo vielleicht vor auch etwa 20 Jahren oder vielleicht vor 15 Jahren, von Unternehmungen, die gesagt haben,
außerhalb von dem, was wir schon machen, im Rahmen von unseren Wirtschaftsorganisationen, wir wollen ein bisschen, ist halt ein bisschen so wieder ein englischer Begriff, ein bisschen so ein Think Tank haben. Also quasi eine Organisation, die unabhängig von der heutigen Situation einfach so ein bisschen Sachen kann in Frage stellen. Oder vielleicht einmal in 10 Jahren rausschauen, was könnte sein oder was könnte nicht sein. Ich nehme ein paar Beispiele. Das Beispiel, das hohe Aktualität hat, ist das ganze Thema Mobilität. Also Mobilität auf verschiedene Arten und Weisen, dass eben Raumplanung auch mit Mobilität zu tun hat, dass auch Anreiz für verbilligte Abos auch mit Mobilität durch die Abhängigkeiten aufzuzeigen und ausgehend davon vielleicht auch Überlegungen anstellen, was für politische Sachen man könnte oder müsste machen, dass es irgendwo in ein bestimmtes Lot kommt. Also, dass man zum Beispiel ressourcenärmer unterwegs ist und. Solche Sachen. Oder, aber wenn ihr es wisst, nimmt dann die Landwirtschaft wieder unter die Lupe und sagt, die Landwirtschaft kostet uns, also 5 Milliarden, 6 Milliarden, die Armee kostet uns so viel. Ist das Geld wirklich sinnvoll eingesetzt oder könnte man nicht Veränderungen herbeiführen, wo die Bedeutung der Landwirtschaft selbstverständlich nach wie vor die Bedeutung hat, aber das Ganze auf höhere Effizienz ist. Oder zum Beispiel der Konflikt, dass die Landwirtschaft 0,7% vom Bruttoinlandprodukt hat, bedeutet, aber sie eigentlich, wenn es darum geht, neue Freihandelsabkommen hat, wo für die Wertschöpfung extrem wichtig ist und für den Wohlstand, eher das behindern tut, aus einer protektionistischen Überlegung heraus. Und Avenir Suisse macht dann vielleicht einen weiteren Gump, also eher ein bisschen vom Zeithorizont vielleicht 5-10 Jahre weiter rausschauen, was für Sachen das man da könnte machen. Sie gehen also nicht lobbyieren wie wir sind tagtäglich im Bundesrat und mit Parlamentariern und Parlamentariern zusammen, sie machen eher ein bisschen eine langfristige Betrachtung. Ist die Frage gut geklärt worden? Sonst nachfassen. Genau. Du, jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, weißt du, so in den Firmen innen hat man ja immer so Geschäftsleitung, Kader. Lässt dort überhaupt das Wort Kreativität, lässt das zu? Ist das überhaupt möglich? Da können wir es querdenken, was meinst du? Ja, ich habe jetzt noch nie ausprobiert, wenn wir jetzt einfach das Kaderbüro abschaffen und sagen, wir haben 100 Mitarbeiter, alle sind gleichberechtigt, niemand ist ein Chef und wie das würde funktionieren. Keine Ahnung. Ich habe das noch nie ausprobiert. Es ist vielleicht eher die Frage... Ist aber die Zukunft, gell? Möglicherweise. Die Frage ist vielleicht eher ein bisschen, ändern sich die Anforderungen an Geschäftsführer, an CEOs, an Verantwortlichen von Unternehmungen in dem sich veränderten Umfeld, wo du im Prinzip bist? Ich glaube ja. Ich glaube sehr stark. Ich glaube so das Thema, das ist wieder ein englischer Begriff, so Leadership. Also so quasi Leute, die für etwas verantwortlich wollen, dürfen oder müssen übernehmen. Ich glaube, und ich sehe das bei mir selber, ich bin in meiner beruflichen Karriere zu Menschen gegangen, zu Leuten, nicht zu einer Unternehmung. Mich haben Leute fasziniert und angezogen, weil ich will mit dieser Person zusammenarbeiten. Bist du Unternehmer oder Manager? Sorry. Für die Zwischenfrage. Bist du Unternehmer oder bist du Manager? Ich habe das Gefühl, ich sei unternehmerisch unterwegs gewesen. Ich bin aber nicht unternehmerisch unterwegs gewesen, dass ich eine eigene Firma im Betrieb hatte. Jetzt geht es ein bisschen anders aus. Jetzt bin ich ja privat noch investiert in Unternehmen. Aber ich bin nicht Unternehmer in dem Sinn. Aber ich habe das Gefühl, ich sei unternehmerisch unterwegs gewesen. Ich glaube, das Lohnthema war für mich nicht das Thema gewesen. Ich habe einfach wahnsinnig gerne etwas bewegt, etwas verändert, etwas geschaffen. Ich habe gerne mit Leuten etwas im Prinzip gemacht. Und ich glaube einfach, dass die Anforderungen schon sich stark verändern. Wenn wir das Thema, das du erwähnt hast, Digitalisierung nehmen. Alle haben ja auch ein Fragezeichen, sage ich mal, ein bisschen Sorgen, ein bisschen Angst mit dem Thema Digitalisierung. Ich glaube, dass Kreativität eine viel größere Bedeutung bekommt im digitalen Umfeld. Mit anderen Worten, Anforderungen in Unternehmungen, und zwar nicht nur für Chefs, sondern für alle Mitarbeitenden. Kreativität bekommt eine Größe, das wird nicht durch Roboter ersetzt werden, auch wenn man von Intelligenz redet. Das wird wahnsinnig wichtig werden, die spontane Kreativität, die Fähigkeit. Und das Zweite ist das Zwischenmenschliche in Unternehmungen. Das wird eine ganz andere Dimension, nur eine viel stärkere Dimension bekommen. Das bin ich felsenfest davon überzeugt. Und jetzt ist aber die Frage, wenn das stimmt,
was ich jetzt da behaupte, oder das These in den Raum stelle, wird das in der Ausbildung, in der Bildung genug gefördert? Oder müssen wir eigentlich überlegen, ob allenfalls die Ausbildung, Bildung, die permanente Weiterbildung, dass die ganz andere Dimensionen bekommen, die eben wichtig sind in dem Umfeld, in dem Freude steht, wo wir ein bisschen so versuchen, ein bisschen zu erkennen, was es geht. Ich glaube sehr stark. Du sagst jetzt etwas, da bin ich mit dir voll und ganz einverstanden. Ich denke, die Bildung wird sich verändern. Aber es sind jetzt die Jungen primär, was das betrifft, was ist jetzt eben die Eltern, so wie wir, oder? Das sind die, die in der Geschäftsleitung waren, die sagen, ja, schon alles gemacht, ja, MBA, ja, das gemacht und den Abschluss. Und eben im Gärtli-Denken sind. Das sind eigentlich die, die die Innovation in einer Firma eigentlich eliminieren. Also eben, lasst auf das Wort, also auf meine Frage zurückkommen, können heute überhaupt noch Kaderleute, Geschäftsleitungsleute querdenken? Lasst es zu? Oder werden sie eben zu fest angegriffen? Müssen sie zurück wieder in ihre Bahnen gelenkt werden? Und da sehe ich ein Riesenthema. Und die Frage an dich ist eigentlich, ja, könnt ihr etwas machen? Also vorher hast du zwar gesagt, nein, es ist nicht euer Job, aber du sagst ja selber, es ist eine riesige Herausforderung. Vielleicht hast du aber gleich etwas, was ihr müsst mal anschauen müsst. Ja, wenn wir... Schauen wir zuerst zurück in die Geschichte. Und zwar, wir können das letzte Jahr schauen, die letzten 5 Jahre, die letzten 10 Jahre, die letzten 20 Jahre, die letzten 30 Jahre. Allemal ja, in einem internationalen Vergleich zumindest, ist der Schweizer Unternehmungen extrem gut gelungen, immer innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen können zu entwickeln. Sonst würden wir nicht da stehen, wo wir stehen. Da können wir alle, wenn wir jetzt die Rankings immer glauben, das ist nicht, aber es zeigt ein bisschen die Stossrichtungen auf. Und allem Asia ist es immer gelungen. Mit anderen die Blockade, die du zu Recht erwähnst, scheint zumindest bis jetzt nicht in einem Ausmaß da gewesen sein, wo die Entwicklung stark gehemmt hätte. Aber ich würde auch vermuten, meine beiden Programmiersprachen, die ich gelernt habe, die braucht man heute nicht mehr. Die braucht man definitiv nicht mehr. Also COBOL und Assembler und Basics und wenn ich auch hatte, die braucht man heute nicht mehr. Heute sind es andere Programmiersprachen. Ich glaube, die Frage ist, die Hauptfrage für mich ist, kann man die Neugier aufrechterhalten über 60, 65, 70 raus? Neugier immer wieder wieder zu lernen. Zum Beispiel die Unternehmen, viele Unternehmen haben die Herausforderung, Digitalisierung. Was mache ich jetzt da? Kaufe ich jetzt eine Firma, so ein Start-up-Unternehmen, und tue die quasi in meine Firma integrieren? Oder kaufe ich ein Start-up-Unternehmen und lasse sie raus und schaue, was die machen? Genau. Wir wissen alle zusammen, was ein erfolgreicher Weg ist. Aber man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und vermutlich gehen beide Wege. Letztes Jahr hat mir mit einem das gesagt, wo er hat eine Investition tätig für diese Firma, eine grössere Firma, für diese Firma, Familienunternehmungen, und ist dann also auf seine Brüder herangekommen und der Verwaltungsrat hat gesagt, er will 20 Millionen in die Geschäftsidee investieren. Er war kurz vor der Bevormundung. Die Schwierigkeit ist, ich glaube, man muss die Neugier und damit verbunden auch bereit sein, die Risiken einzugehen, aber sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn man mit der Digitalisierung und ganz verrückten Geschäftsmodellen und Leuten sich auseinandersetzt, ist man immer weiter weg und klammert sich immer mehr an das, was man selber kann, erfahren hat und gelernt hat. Und das lange nicht. Das ist auch, warum ich mich nebst meinen Tätigkeiten, die ich so habe, wahnsinnig gerne mit jungen Leuten auseinandersetzen, die noch Bachelor- oder Masterarbeit sind oder auf beruflicher Ausrichtung sind oder in Start-up-Unternehmen, wo ich auch engagiert bin. Das ist so, auch noch, genau. Aber auch privat. Das ist so wahnsinnig erfrischend bei Geschäft. Eine, das ist ein Berner, der das gemacht hat, mit einem, weiss ich, ob Sie das kennen, ZipSafe. Haben Sie von dem schon gehört? Wenn Sie in Westside sind, ab und zu, dann sehen Sie dort, das sind mobile Garderobe. Das ist ein Start-up, mobile Garderobe, haben die. Das sind Ingenieure von der ETH, er ist in Bern aufgewachsen. Der hat als Student schon immer wollen eine Unternehmung aufbauen. Und jetzt hat er das ZipSafe aufgebaut und das ist gerade prämiert worden, das ist einer der erfolgreichsten Start-ups, der hat mit der Migros zusammen kooperiert, gerade die Hälfte der Migros-Geschäfte hat das auch drin und eben Westside und andere Dinge. Und mir tut es gut, mit solchen Leuten auseinanderzusetzen.
Das ist Wecker übrigens, wir haben noch 10 Minuten. Schon. Du bist spannend. Das ist mein Morgenwecker, du siehst, das ist nicht digital. Also, mir hilft das, wenn ich neugierig bleibe und nicht selber Angst habe. Was soll ich jetzt da mich mit solchen Sachen, mit Snapchat auseinander... Snapchat, was ist da nun mit dem Thema auseinander? Instagram und so weiter. Oder gehst du dann die Jungen an Bord holen, die dir dann eigentlich mithelfen, wenn du das brauchst. Ja gut, meine drei Jungs berieseln mich schon. Okay, ja. Aber dann bist du offen, du lernst es nicht ab. Aber wie ist das eben bei CEOs, die vielleicht schon 65 sind, wo die Jungen halt auch schon vielleicht 25 sind? Ist das ich glaube nicht, dass das einfach eine a priori eine Altersfrage ist. Es okay. ist eher eine Haltungsfrage. Ein bisschen, sieht man die Notwendigkeit ein, dass man neugierig muss sein und bleiben? Ist man offen? Wir haben ja in Unternehmungen, das sind ja von den Lernenden bis hin zu jemandem, der Pension oder nach der Pension, man hat ja auch die ganze Dimension. Die wissen so viel und mit denen muss man sich halt auseinandersetzen. Ich habe das Gefühl, es gibt nur Geschäftsleitung und ich tue mich alle zwei Wochen mal mit denen treffen und dann mit führenden Unternehmen. Geht definitiv. Ist früher schon nicht gegangen, geht noch weniger geworden. Also ich denke, die grösste Herausforderung ist natürlich auch wieder ein bisschen Kreativität. Wie bringt man das unter einen Hut in einem Unternehmen hin? Vor allem, dass alle zuhören und miteinander voneinander lernen wollen. Ist das so? Ja, ich glaube, man sagt ja, es ist eine Unternehmenskultur. Ich finde das Thema Unternehmenskultur unglaublich wichtig. Und da sollte man auch darüber reden, was man genau darunter versteht. Also wenn man in der Firma offen ist. Ja hallo, was bedeutet ja, was das genau? Was heisst das genau? Also, dass man auch bereit ist, da drin hineinzugehen, dass man sich nicht scheucht, auch Feedback zu bekommen. Ich habe für mich persönlich Mitarbeiterbefragungen extrem wertvoll gefunden. Anonyme Mitarbeiterbefragungen und sich echt damit auseinandersetzen. Und die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, bei Mitarbeiterbefragungen, wenn irgendwo ein tiefer Wert da war, ist mit der Führungsperson zusammengestanden. Es ist immer gleich. Führungspersonen sind in der Pflicht dafür zu schauen, dass Leute motiviert sind, begeistert sind. Dann hat es mit dem Klima zu tun, mit der Art, wie man umgeht. Es ist immer da, es hat immer mit einem Führungsproblem eigentlich zu tun gehabt, wenn Motivation nicht so wahnsinnig gut war in Unternehmungen. Also das heisst, so Führungspersonen sollten eben können, mal andere Wege zulassen von den Leuten. Halt auf der Box denken, andere Möglichkeiten anschauen, flexibel sein. Ist das so, gell? Ja, nicht das Gefühl haben, nur weil ich der Chef bin, weiss ich es. Du musst alles wissen. Ich schon gar nicht alles wissen. Ja, ich glaube halt eben, ich komme wieder aufs Gleiche, neugierig sein, mit Menschen sich auf Diskussionen einlassen, vor allem zuhören, viel zuhören, nicht Angst haben, viel zuhören. Man erfahrt ja so wahnsinnig viel. Ja. Wir haben noch Fragen. Ja. Also eine Frage ist noch zum Thema Kreativität. Wie lange soll man an einer kreativen Idee festhalten? Tage, Wochen, Jahre, nachdem die Umsetzung nicht funktioniert hat? Spannend. Ich weiß das Rezept noch nicht, aber ich kann einen Vergleich nehmen. Ich bin noch in einer Organisation, wo wir auch Start-up unterstützen. Das ist die Hafenstiftung. Genau. Ja, also im ICT-Umfeld rein. Und da haben wir gesagt, so, jetzt wäre es doch mal gut, nach 7 Jahren ist es gewesen, per Zufall einfach 7 Jahre, jetzt schauen wir mal zurück. Welche Menschen, welche Firmen, welche Ideen haben wir unterstützt? Und was ist aus denen aus eigentlich genau passiert? Wir haben ja einen Projektabschlussbericht gemacht und so weiter. Das ist mal, einfach das mal ganz anschauen. Und da haben wir das angeschaut und haben gesehen, dass eigentlich etwa die Hälfte, aus der Hälfte ist einigermaßen etwas gegangen. Was das ist eigentlich gut gewesen. Aber spannender, das fand ich wirklich wahnsinnig interessant gewesen. Wie viel war noch die ursprüngliche Idee gewesen? Eins. Nur eins. Die Fähigkeit, und auf das Thema geht es ein bisschen, halt, wenn man irgendwo das Gefühl hat, das geht in eine Sackgasse hier. Ja, dann muss man halt aus dieser Sackgasse wieder raus und einen anderen Weg suchen. Darum, ich glaube, auf die Antwort einfach abbrechen und sagen, es geht nicht. Ich glaube, Beharrlichkeit, Ideen weiter, vielleicht sagen, okay, jetzt geht das nicht, über etwas anderes suchen, ist wahnsinnig wichtig. Einfach 2 Wochen, wir arbeiten daran, es geht nicht, abbrechen. Vermutlich gibt es das auch selbstverständlich.
Aber es ist schon, und das hat mir das auch wieder gezeigt, eben, das ist nur eine von diesen 10 Sachen, ist ursprüngliche Geschäftsmodell gewesen, die ursprüngliche Technologie gewesen, wo wir angegangen. Alle anderen haben einen ganz grossen Shift erfahren, sind zwar meistens noch die gleichen Leute da gewesen, also die haben alle an Flexibilität gehabt und gesehen, dass Kundenbedürfnis, wo wir gemeint haben, gäbe es, gibt es nicht oder gibt es noch nicht, und haben wieder von neuem müssen irgendeinen Anlauf nehmen und einen anderen Weg gehen. Aber heisst, eigentlich aus Fehler oder aus einem Misserfolg doch noch irgendetwas können daraus machen. Ja, das ist immer wieder bei der Fehlerquote, oder? Wo man es nicht zulässt. Absolut, ja. Und auch eben eingestanden, dass das Konzept, und vielleicht findet man heraus, warum es nicht geht, vielleicht ist man zu weit im Markt oder in der Technologie, vielleicht hat es jemand anderes gegeben, der einen überholt hat. Und darum funktioniert das nicht. Also ganz spannend gewesen. Und die, die Erfolg haben, sind die, die beharrlich weiter nach einer Lösung suchen, nach einem Kundenbedürfnis, wo es eine echte Nachhaltigkeit dahinter ist. Merci. Hast du noch Fragen? Eine Frage habe ich noch. Sind wir in der Schweiz ausreichend bereit für Reformen oder geht es uns zu gut? Oh! Das ist eine schwierige Frage. Super Frage. Ja, super Frage. Ich war gerade in Loser, mein Kollege vom Arbeitgeberverband, habe ich gesagt, ich gehe los, und das war das ein bisschen das Thema. Er hat dann so ein bisschen Politikerinnen und Politiker gesagt, was sie ein bisschen machen müssen und was sie falsch machen diesbezüglich. Und dann ist Frau Leuthard gekommen und hat gesagt, ja, das kann sie natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Also so einfach sieht man das Ganze nicht. Aber zurück zu der Frage. Ich glaube, das geht uns allen so, wenn es einem gut geht, und dann wird man tendenziell ein bisschen bequem, weil es einem ja gut geht. Also das ist fast ein bisschen natürlich, und geht es uns in der Schweiz gut, und ich gehe davon, sie sind alle auch viel im Ausland, und es geht uns wahnsinnig gut. Es geht uns unglaublich gut im internationalen Vergleich. Und man könnte alles anschauen. Ich meine, alle, die keinen Job haben in der Schweiz, das ist ein Das ist tragisch, das ist ein Einzelschicksal, das ist extrem hart. Wenn ich aber in Ländern unterwegs bin, wo wir 10%, 20%, 30% haben, wenn wir Jugendarbeitslosigkeit haben von 20%, was hat das Land für eine Zukunft? Die besten Leute laufen bei diesen Ländern nachher davon. Was wir in Spanien beispielsweise erleben, die smartesten Köpfe aus Spanien sind nicht mehr in Spanien. Ich meine, eine Jugendarbeitslosigkeit von 20%, 30%, zum Teil 50%. Das ist eine Katastrophe. Das ist keine Zukunft. Was haben wir? Wir haben 3% Arbeitslosigkeit. Selbst bei Leuten über 50, unter 3%. Die Schwierigkeit besteht, wenn man mal draußen ist, wieder hier zu kommen. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit, die sehr, sehr tief ist. Warum ist das so? Und da kommen wir aufs Bildungssystem wieder. Ich weiss nicht, wissen Sie, wie viele andere Länder haben das duales Bildungssystem in der Schweiz kennt. Also eben auf der einen Seite gymnasiale Ausbildung, aber auch die Lehre. 2/3 von der jungen Menschen machen den Schritt im Beruf über eine Lehre. 2/3. Wie viele andere Länder gibt es, die so ein duales Bildungssystem haben? Nicht viel. Nein. Es ist Österreich, es ist Deutschland, es ist Dänemark und es ist Holland. Alle anderen Länder kennen das nicht. Wenn Sie in Europa umschauen, wir haben eine durchschnittliche Maturaquote von 20% in der Schweiz. 20% Maturaquote. In Österreich haben Sie auch über 20%. Das nächste Land in Europa ist Deutschland. 45% Maturaquote. Und nachher geht es rauf, Italien 90% Maturaquote. Finnland 92% Maturaquote. Warum ist das so? Weil die alle zusammen viel intelligenter sind als wir Schweizerinnen und Schweizer. Es ist unglaublich. Bei uns machen 2/3 den ersten Schritt ins Berufsleben, in einen Job, den es gibt. Gehen nicht in eine lange Ausbildung von 5 Jahren und verschrecken, dass der Job, das zwar ein interessantes Studium war, aber den Job in dieser Form eigentlich gar nicht gibt. Und das Geniale bei uns, es kann jemand nach der Matura sagen, jetzt mache ich eher ein Praktikum, oder vielleicht sogar eine Lehre mache ich noch. Oder man kann eine Lehre machen und sagen, ich mache Berufsmittelschule parallel oder nachher. Ich kann eine Fachhochschule machen. Ich kann die Fachhochschule erst nach ein paar Jahren anfangen, was ich sowieso besser finde, by the way. Oder man kann ein Studium machen, Fachhochschule, und kann nachher sogar ein Universitärstudium machen. Oder man kann eine höhere Berufsbildung machen und vielleicht nach 5 Jahren oder 7 Jahren oder 10 Jahren eine Fachhochschule machen. Wir haben das genialste Bildungssystem auf der Welt. Wenn Sie schauen, die Länder, die ein duales Bildungssystem haben,
das sind die Länder mit der tiefsten Arbeitslosigkeit und vor allem mit der tiefsten Jugendarbeitslosigkeit. Kein Wunder, alle Staaten, die in die Schweiz kommen, alle Kontakte, die ich dabei sein darf, in anderen Ländern. Das erste Thema, das die diskutieren wollen, ob es Amerika, Singapur, Indonesien, Taiwan oder was ist, Südkorea, das Schweizer duale Bildungssystem. Die pilgern in die Schweiz und gehen zu Dettwiler und Schindler und Bühler und weiss ich was, all die Unternehmen, die sie im Ausland auch noch kennen, wo das duale Bildungssystem, um zu verstehen, wie wir das machen. Das ist extrem schwierig zu kopieren. Warum? Weil wir Schweizerinnen und Schweizer das Gefühl haben, das ist eine ganz verrückte Geschichte, das ist in der Verantwortung von Unternehmungen dafür zu sorgen, dass Leute ausgebildet sind, obwohl die nach der Lehre gar nicht mehr bei mir arbeiten. Das ist wieder in der Genetik, in der DNA bei uns drin. Und darum ist es so wichtig, dass wir das uns aufrechterhalten. Darum bin ich gerne Schweizerin. Schön. Ich habe noch eine Frage, und zwar ins Publikum. Wer hat das Gefühl, er sei nicht kreativ? Wer ist nicht kreativ? Bitte Hand auf. Steht gerade umgekehrt. Wer ist kreativ? Ja, jetzt muss alle die Hand aufhören. Also das ist doch wunderbar. Das heisst ja immer wieder, ja, ich bin nicht kreativ. Das stimmt gar nicht. Wir haben vorher das noch diskutiert. Das sind alle. Die Frage ist nur, wo? Und was ist die Definition von dieser wunderbaren Frage? Ja, da sind wir jetzt also schon wieder am Ende. Merci vielmals für deine Ausführungen. Ich hoffe, wir haben noch etwas mitbekommen, was sonst von über Heinz-Karl nicht rausgehört oder schon in den Interviews, vielleicht die eine oder die andere Frage. Aber eins noch an dich, du bist 58. Wenn ich denke, 58 ist das steinalt für mich, bin aber auch schon weit über 50. Aber wenn ich dich anschaue, bist du einfach wie 25. Was willst du in den nächsten 70 Jahren für dich noch erreichen? Was soll ich? Das ist schon klar. Kannst du das nochmal wiederholen? Das ist mit der aber Spass beiseite. Vorher, als wir kurz darüber geredet haben, das letzte Jahr bin ich mit meinem Treuhänder zusammengesessen und meinem Versicherungsmensch. Wir haben über Vorsorge. Die sind zu mir gekommen und gesagt, wir sollten mal mit dir über die Vorsorge reden. Vorsorge mit mir? Also Fazit ist, mir gefällt zu arbeiten so wahnsinnig, aber auch das Privatleben, das ich nutze. Die Jungs sind jetzt langsam draus, man könnte das mehr nutzen, aber ich habe schon das Gefühl, ich will noch arbeiten. Ich weiß nicht, vielleicht arbeite ich noch 10 oder 20 Jahre, vielleicht nicht mehr so viel wie jetzt, ein bisschen weniger. Ich habe keinen Plan. Wie das aussieht. 65 findet statt bei mir, ich freue mich auf 65. Aber für mich ist das nicht eine Abgrenzung, dass ich dann nicht mehr arbeite, also quasi die Zäsur. Ich mache wahnsinnig gerne das, was ich mache. Und ich vermute, ich werde das auch morgen übermorgen gerne machen. Merci vielmals, ich hoffe, dass wir deine sprudelnde Art noch lange behalten können. Merci vielmals und jetzt habe ich da noch ein kleines Geschenk an dich. Selbstverständlich im Pink. Merci vielmals, dass du bist gekommen. Der Tänzer kannst du mit deinen Armen und das anderen mit deinem Gold. Porsche Zentrum ein Geschenk an euch machen. Ich habe hier eine Verlosung. Und zwar kann man einen Porsche haben über das Wochenende nach Wahl, glaube ich. Das steht hier drin. Und die sich angemeldet haben, sind jetzt alle da innen so in Fötzeln. Und ich darf jetzt einen ziehen. Und das ist Sarah Friedli. Wo ist sie? Sarah Friedli. Nico, super, dann nehme ich das nämlich gerade. Sarah Friedli hat hier den Gutschein gewonnen, merci Porsche Zentrum. Und jetzt ist es natürlich auch so, jetzt könnt ihr ihm dann noch, ich hoffe, du gehst, du kommst noch nicht gerade davon, auch noch persönliche Fragen stellen. Ja, für das es immer so einen Anlass kann stattfinden.
braucht es immer Sponsoren. Merci vielmals, DAEK ist zuerst mal dabei, Lifestyle Company, danke für die Unterstützung. Dann ist das Catering da, das muss ich immer ablesen, nämlich, das sage ich auch nämlich nicht Englisch, das ist also tragisch, obwohl dass ich eine gute Bildung hatte. Das heisst 24-7, das ist die das da uns jetzt gerade die Tür bewirtschaften. Merci vielmals für die Richtung, für die Kloni-Style, die wir haben bekommen, das ist Guss. Und vielen, vielen Dank, dass ihr seid gekommen. Ich weiß nicht, ob es das nächste Exchange gibt. Auch wir sind in der Wandlung. Ihr habt gehört, es sind nur die gleichen Leute da wie auch schon. Aber wir lassen uns überraschen. Wir sind kreativ, wir sind flexibel. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer und anstossen jetzt gerade im Apéro. Merci vielmals.